Ich würde gerne von Ihnen erfahren, wie es Ihnen gelungen ist, Juden vor den Nazis zu retten. Ich kann euch ein Visum beschaffen. Damit könnt ihr als Touristen in Brasilien einreisen. Ihr werdet aus Deutschland raus. Aracy war eine Heldin des täglichen Lebens. Ich denke, sie hat versucht, das Beste zu tun, und zwar aus Reflex, aus Menschlichkeit. Hast du das gesehen? Ist das nicht schrecklich, so durch die Straßen getrieben zu werden, nur aufgrund seines Glaubens? Ich arbeitete damals in Hamburg, im brasilianischen Konsulat in der Abteilung für Visavergabe. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe und Ihre Freundlichkeit. Sie schenken meiner Familie und mir ein neues Leben. Aracy war ein wesentlicher Faktor für die Ankunft meines Vaters in Brasilien und damit für die ganze Familie, die er hier gegründet hat. Letztendlich entschied jeder einzelne Mitarbeiter, wen er für einen Juden hielt und wen nicht. Und wessen Antrag bearbeitet wurde und wessen nicht. Immer mehr feindliche Elemente dringen nach Brasilien. Gerade bei den Juden gilt es aufzupassen. Die sind schädlich für das Land. Aracy! Draußen plündern Nazis Geschäfte von Juden. Die Synagogen brennen. Ich habe getan, was ich konnte. Einige sagten, ich sei verrückt. Ich habe trotzdem geholfen. Es waren viele, sehr viele. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück in Brasilien. Ja.